Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Küchengeflüster, der Kochsendung im OK Weinstraße. Es freut mich, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Begrüßen Sie nun mit mir Kuniko Owada vom Deutsch-Japanischen Freundschaftsverein. Hallo Frau Owada. Guten Abend. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Ja, danke und dass wir heute auch unseren Zuschauern in der 20. Sendung wieder ein fremdländisches Kochen näher bringen können. Denn wir kochen heute lauter japanische Spezialitäten. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Zutatenkorb und erklären unseren Zuschauern, was wir alles brauchen. So, wir benutzen oft etwas exotische Sachen, aber Gurke oder Eisbergsalat ist ganz normal. Ja. Aber zum Beispiel, das ist ein Fischpulver, das macht Aroma zum Essen. Okay. Und zum Beispiel auch Sesam. Sesam, das ist Sesamkerne. Also Sesamkerne benutzen wir auch sehr viel, manchmal also einfach so oder man malt die Sesamkerne. Oder hier gibt es ein Algen, getrocknet, normalerweise getrocknet, das heißt Wakame, aber wir müssen einweichen. Okay. Und sie werden sehr viel. Ja. Ich sag, man muss aufpassen, okay, wenn man so ein Beutel hinein tut. Dass wir nicht am Schluss so einen Bergalgen haben. Genau, ja, genau. Okay. Dann machen Sie das am besten nicht, dass ich am Schluss einen Topf Algen habe und wir essen eine Woche lang Algen. Ja, genau. Und das ist Sojasauce. Sojasauce ist schon bekannt, glaube ich. Ja. Ja, das brauche ich nicht sehr. Auf die Eier aufpassen hier. Erklären. Und zum Salat benutze ich auch, das ist auch Fisch, Fischflocken. Das ist der Bonito-Fisch. Bonito ist etwas größerer Fisch. Und dann diese Flocken macht auch sehr aromatisch. Ja. Und was ist das? Das hier? Ist das. Das ist. Oh, ich mache so. Das ist Shiitake-Pilze. Ja, die sind das haben wir hier auch schon mal vorbereitet. Die sind hier schon eingeweicht, aber die waren genau so und die sind einfach nur in Wasser eingelegt, richtig? Genau. Und es dauert etwa 30 Minuten. Ja? Ja. Deshalb also habe ich schon zu Hause eingeweicht. Ja. Und auch dazu benutze ich auch hier ein Miso. Miso ist Sojabohnenpaste. Okay. Ja, das ist auch aus Sojabohnen und wir benutzen für die Suppe oder für Soße hier oder ganz verschiedene Sachen. Okay. Und wir haben unseren Zuschauern noch gar nicht verraten, was wir aus dieser kulinarischen Vielfalt hier heute zaubern werden. Es gibt ein frittiertes Hähnchenfleisch. Genau. Das Fleisch haben wir im Kühlschrank. Und dann haben Sie versprochen, Sie bringen noch ein Gericht mit Tofu. Genau, Tofu und Algen mit Algen und auch Gurke. Okay. Also Gurkensalat mit Sesam oder Algen und Tofu mit dieser Soße. Oder das ist ganz besonders. Und selbstverständlich gibt es Reis als Beilage. Ja. Und Sie haben auch gesagt, wir machen heute noch Sushi. Genau. Sushi ohne Fisch. Also Sushi ist sehr bekannt, normalerweise Rohfische auf dem Reis. Ja. Aber es gibt auch verschiedene Sushi-Sorten und ich möchte heute Sushi ohne Fische und dann können die Vegetarier auch essen. Gut, okay. Perfekt. Mit was fangen wir an? Mit Reis. Den Reis muss man ziehen lassen, mindestens 20 Minuten oder so, also 20, 30 Minuten. Deshalb zuerst Reis waschen und mit Wasser also ziehen lassen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Reis und fangen damit an. Okay. Und
Reis kochen ist anders wie Deutsche. Die Deutschen benutzen Sieb, oder? Mhm. Ja, manchmal. Also es gibt unterschiedliche Anleitungen. Es gibt Leute, die lassen den Reis ziehen. Ja. Und manchmal wird er auch im kochenden Wasser gekocht. Und, ja. Also wir waschen einfach so. Brauchen wir keinen Sieb. Und einfach so dann das Wasser hinein und ein bisschen rühren. Oh, oh. Und einfach schütteln. Also zweimal oder dreimal leicht. Ich wasche immer zweimal. Mhm. Und danach also einfach Wasser hinein. Wie sagen? Ja. Wasser hinein. Und also mit Gefühl, ja. Aber die Menge vom Wasser habe ich im Rezept geschrieben. Das glaube ich. Okay. Komm mal ruhig hier vorne. Nein, etwa. Aber mit Deckel, ja? Genau. Also, wir brauchen immer Deckel. Ja. Mhm. Und dann, ja, ziehen lassen, ne? Wie kann man so, kann man? Sollen wir auf ganz kleiner Stufe? Nein, ohne. Ohne Herd. Ohne Herd? Nur ziehen lassen. Okay. Ja. Warte. Ich dachte, dass Sie das kurz einmal heiß machen und dann ausschalten. Das ist nach 20 Minuten. Okay, das ist schon der erste Unterschied. Ja. Also wir lassen den Reis erstmal kalt. Ja, und wir nehmen kein Salz und keine Butter. Okay. Nur. Gut. Ja. Mhm. Dann nehmen wir Hähnchen marinieren. Okay, dann hole ich das Fleisch und Sie können schon mal die Zutaten entsprechend, was wir brauchen, vorbereiten. Ich nehme zuerst Sake, Reis fein. Den haben wir im Kühlschrank stehen. Alles? Haben Sie alles? Ja. Genau. Sake war nicht vorne. Das heißt Sake. Sake ist Reiswein und mit 14 oder 15 Prozent Alkohol. Es gibt Sake für Kochen, für das Kochen, aber wir benutzen heute richtigen Sake. Okay. Ja, ist kein Problem. Mhm. Und Sake Sesamöl. Oh, Sesamöl. Das ist irgendwo hier dazwischen. Ja, da. Das ist Sesamöl. Ist das? Mhm. Sesamöl und Sojasauce. Sojasauce und danach Eier. Kennen Sie vielleicht Eier schlagen? Okay. Mhm. In eine Schüssel? Ja, genau. Okay. Wir kennen vielleicht. Das ist. Ich. Und Sesamöl und Sojasauce. Mhm, danke schön. Ein bisschen mehr Sojasauce, vielleicht besser. Okay. Und da rein, aber zuerst möchte ich die ganze Sache. Also wird es einfach gleichmäßig verteilt und dann kommt das Ei dazu. Genau. Gut. Und dann muss das Ganze auch eine ganze Weile stehen. Deshalb haben Sie gesagt, sollen wir das Fleisch zuerst marinieren. Genau. Vielleicht noch ein bisschen Sojasauce. Okay. Und dann da rein. Und ich brauche diese Frischhaltefolie. Genau. Dann drauf, ja. Ja, okay. So.
gut marinieren. Okay, ich möchte aber noch ein bisschen Sojasauce. Okay. Und dann können wir auch 15, 20 Minuten mindestens so lassen. Okay. In den ja, dann stellen wir es nochmal in den Kühlschrank. Mhm. Im Sommer gehen wir dann lieber auf Nummer sicher. Mhm. Und dann können wir Pilze und Karotten schneiden. Mhm. Das ist für Sushi. Und zuerst diese Shiitake-Pilze. Shiitake-Pilze muss man so. Und mit Messer. Ich glaube, Sie machen das vor und dann, genau. Wenn ich dann weiß, wie ich das machen soll, dann. Okay, zuerst so. Also diese Stängel ist schon weg, deshalb mache ich nicht wahr. Und so. Okay. Ganz dünn. Ja. Ja. Und wenn es so dick ist, dann können Sie auch da hier so halbieren, aber das geht so. Okay. Mhm. Und alles. Und Sie haben in unserem Vorgespräch schon gesagt, Washoku, habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, Washoku. Das steht für Harmonie und Essen. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist etwas, das wird uns die ganze Zeit, während wir kochen, hier begleiten. Mhm. Und Sie haben gesagt, es kommt immer auch auf die Form an, wie das geschnitten wird. Genau. Deshalb, also wir brauchen unbedingt diese Küchenbrett. Ja. Ja, sonst kann man nicht einfach so schneiden. Ja, mhm. Okay. Also sehr, sehr wichtig. Und vielleicht, Entschuldigung, also ja, ich mache auch zusammen. Okay. Und diese Karottenscheren ist, können Sie vielleicht schneller machen. Okay. Wir schneiden immer so, so und so. Ne? Aber so, Sie schneiden immer mit dem Gerät, oder? Normalerweise ja, aber mich fasziniert, wie Sie das machen und also? Ich glaube, ich würde das unseren Zuschauern gerne zeigen. Also, ist es selten oder so? Ja, ich glaube, wir benutzen immer alle so einen Karottenschäler, vielleicht, weil wir das nicht so gut können wie Sie. Wir würden uns wahrscheinlich alle verletzen. Anderes Messer ist das bisschen, kleinere. Genau. Also ich habe schon als Kind sowas gemacht, ja, das ist kein Problem. Und Sie sind aber keine gelernte Köchin. Sie machen das nur, weil es Ihr Hobby ist, das Kochen. Ja, Hobbykoch. Mhm. Also das macht mir Spaß. Und japanisches Essen ist jetzt ist Sushi sehr schon viel verbreitet, aber also noch nicht so viel, glaube ich. Aber früher haben die Leute, also wenn ich erzähle, wir essen rohe Fische. Oder so, Räufische, ah nein, Gottes Willen. Oder ich sage, ja, wir essen sehr gerne Algen. Nein, das mag ich nicht oder so. Sie probieren einfach nicht. Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, was es ausmacht. Deshalb versuchen wir in unserer Sendung hier auch immer wieder verschiedene Kulturen mit reinzubringen, um verschiedene Einflüsse zu zeigen und einfach den Leuten auch näher zu bringen. Ja, das finde ich sehr schön. Und Sie haben gesagt, Tokio ist eine echte Metropole. Mhm. Und Sie wohnen jetzt in Mannheim. Und Sie lächeln immer, wenn Sie die, unseren Ausdruck Metropolregion oder all diese Metropolen hören, weil Sie sagen, dass Tokio eben wirklich viel, viel größer ist als das, was wir als Metropole bezeichnen. Ja. Mhm. Also Tokio ist echt gigantisch und 14 Millionen Bevölkerung. Ja, Einwohner. Einwohner. Mhm. Und da gibt es alles, sehr modern. Und viele Leute sind immer da, sehr hektisch. Mhm. Viele Geschäfte. Kann man alles essen. Es gibt
Also japanisches Essen gibt es natürlich viel. Und auch so Chinesisch oder Französisch, Indisch, Deutsch, deutsches Essen gibt es auch, Restaurant. Oder Russisch habe ich auch gegessen. Oder also internationale Küche. Genau. Und Italienisch, ja, Italienisch sind ziemlich viel. So, ich bin hier gleich fertig. Fertig, sehr schön. Und dann brauchen wir den kleinen Topf. Genau. Soll ich holen? Hier? Ja. Und Zucker. Zucker und Sojasauce brauche ich. Große Löffel ist da. Ja, hier, genau. Ich brauche mehrere große Löffel. Okay. So, Zucker. Eins. Ziemlich viel. Zwei. Okay. Für 8 Personen schon. Vier Esslöffel. Okay. Und Sojasauce auch. Und Sojasauce. Das Wasser von den Pilzen, das brauchen wir noch. Brauche ich. Dann stelle ich das hier auf die Seite. Hier hin. Ah, das brauchen wir jetzt schon? Mhm. Okay. Okay. Ja, aber nicht sehr viel. Nur. Dass es bedeckt ist? Ja, genau. So? Noch ein bisschen. Stopp. Okay. Dann können wir und den Rest? Kochen. Den Rest brauchen wir nicht. Okay. So. Und dann können wir kochen. Gut. Ja, und wie stark? Ich habe es jetzt so auf mittlere Stärke ungefähr. Ja, genau. Und so. Und dann auch sehr, sehr dünn schneiden. Mhm. Okay, dann gehe ich hier einfach auf die andere Seite. Mhm. Schön. Und versuche das auch ohne Verletzungen hier. Ja, Frau Owada, ja. Sie haben mir beim Vorgespräch eine schöne Anleitung über Washoku mitgebracht. Ja. Und da war auch die Rede von den Leitprinzipien. Und vielleicht können wir das mal kurz erklären. Da gibt es ja diese vier Prinzipien. Mhm. Ich kann das sowieso nicht aussprechen. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, welche Rolle diese Prinzipien in der japanischen Küche spielen. Mhm. Ah, Goshiki ist die 5 Farben. Okay, und die 5 Farben stehen für Rot, Gelb, Schwarz und Weiß. Weiß, ja, und? Weiß ist Tofu zum Beispiel. Ja. Ah ja, okay. Ja. Und was ist Gelb Schwarz? Gelb ist Eier, ja. Schwarz ist Algen. Ah ja, okay. Mhm. Und da war als Erklärung dabei gestanden, wenn man alle Farben in einem Gericht verarbeitet hat und dann hat man auch eine ausgewogene Ernährung. Habe ich das so richtig verstanden? Mhm. Ja, also... zum Beispiel Algen hat viele Mineralien oder Kalzium oder Vitamin C oder so. Also das ist sehr schade, dass die Europäer nicht essen. Ja. Also heute essen wir das. Genau. Ja, also wir haben sehr, sehr verschiedene Algensorten. Und also nicht nur diese Wakame, sondern für Sushi, also diese gerollte Sushi, benutzt man Nori, das ist wie Papier, ja. Algen oder ganz verschiedene. Und wir essen sehr oft so etwas, ja. Oder mit rohen Fische, also nicht Sushi, sondern rohe Fische, kann man, also gibt es einfach diese Algen als Dekoration, aber kann man essen.
Okay, Sie verwenden das ähnlich, wie man bei uns Salat benutzt. Manchmal ist es nur Dekoration und manchmal ist es als Bestandteil des Gerichts gedacht. Ja. Mhm. Und ein weiteres Prinzip wäre zum Beispiel Gokan mit den fünf Sinnen. Aha. Da war die Rede von Farbton, Klang, Aroma, Temperatur und Geschmack. Ah ja. Ja, zum Beispiel, wenn man dieses japanische Essen ganz richtig... also traditionelles wie Menü, ist dann zum Beispiel, es gibt immer so kalte Sache, warme Sache oder gegrillt, frittiert. Okay, dass die Variation dort und die Vielfalt einfach vorkommt in jedem und Gericht. Und immer so kleine Stücke, nicht so viel, also zwei Fleischstücke oder so, sondern ganz kleine Sache und ganz, ganz verschiedene Sachen kann man essen. Okay, da kommen wir später noch weiter drauf zu sprechen. Mhm. Wie geht es jetzt mit den Karotten weiter? Ja, Karotten ist fertig. Ja? Das ist ein bisschen zu dick, ne? Aber kann man nicht machen. Ja, ich kann das versuchen, noch mal nein. Kleiner zu machen. Es ist so, okay. Dann können wir da rein. Da lachen mich jetzt wieder die Zuschauer aus. Wenn Sie zu Hause jetzt entscheiden, Sie möchten auch mal hier live dabei sein, wenn hier über mich gelacht wird, dann schauen Sie nach unter www.facebook.de/kochsendung. Dort finden Sie alle Produktionstermine unserer Sendung und Sie sind herzlich eingeladen, hier als Studiogast zu uns in die Sendung zu kommen. Jetzt möchte ich etwas stärker. Da will ich einfach hier. Oh. So. Ah ja, danke. Und da. Karotten nehme ich ein bisschen Wasser einfach. Wasser und Wasser und ein bisschen Sojasauce. Okay. Ah, und auch diese, diese Fischpulver. Ja. Fischpulver. Man benutzt Fischpulver sehr viel für die Suppe und so weiter. Nur, diese Fischpulver ist nicht vegetarisch. Ja? Deshalb, wenn man nicht will, kann man weglassen. Oder es gibt auch Algenpulver. Das macht auch aromatisch, aber der Geschmack ist anders. Ne? Ja, klar. Mhm. Aber wenn man will, kann man benutzen. Da ein Beutel hat 10 Gramm und dann die etwa Hälfte benutze ich. Okay, ich glaube, kleiner kann ich das jetzt nicht mehr schneiden, sonst haben wir hier ein Problem mit meinen Fingern. Okay, dann können wir vielleicht können wir auch etwas stark kochen. Ja, mach ich. Ich mache hier gerade ein bisschen Platz, dass die Kamera einen besseren Blick auf unsere Kochtöpfe hat. Mhm. Und ich brauche auch Deckel. Sie haben auch extra ein bisschen japanische Dekoration mitgebracht. Mhm. Das eine ist eine Glückskatze und das andere sind die beiden Nationalflaggen. Mhm. Weil Sie im deutsch-japanischen Freundschaftsverein aktiv sind. Ja, genau. Mhm. Also es gibt deutsch-japanische Gesellschaft, Rhein-Neckar heißt das. Okay, und das kocht schon ganz schön hier. Mh. Aber die Flüssigkeit muss alles weg sein. Okay. Deshalb also, wir können einfach so. Mhm. Gut. Ja. Und wir machen Vorträge oder Ausflüge oder... Das heißt, der Verein befasst sich mit der japanischen Kultur und versucht, die auch hier in Deutschland zu vermitteln und bekannt zu machen. Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Also die Mitglieder sind meistens Deutsche. Die Japaner sind sehr wenig. Mhm. Deshalb, also für die Deutschen ist dieser Verein sehr interessant. Ja. Ja, also wir kennen schon meiste Kultur. Deshalb brauchen viele Leute denken, sie brauchen nicht zu wissen, ja. zu kennenzulernen. Ja, klar.
Und wir blenden an der Stelle dann auch nochmal die Internetadresse von Ihrem Verein und die Facebook-Seite ein. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann können Sie selbstverständlich gerne dort vorbeischauen. Genau. Hm? Also vielleicht ein bisschen rühren. Okay. Und dann vielleicht Reis kochen. Aber das Wasser ist ein bisschen zu wenig, glaube ich. Mhm. Ich mache dazu. Okay. Also das ist zu wenig, ja? Ja. Etwas mehr. Und wenn der Reis gekocht ist, dann müssen wir ganz schnell in den Schüssel oder dieses Gefäß rein, den Reis. Und auch diese Sushi-Gewürze muss ich vorher vorbereiten und zusammen mischen. Und dabei können Sie mit dem Fächer fächern. Kalt machen? Das oder ist, wofür ist das Fächern da? Wegen Essig. Da diese Gewürze sind Essig, Zucker, Salz. Mhm. Und wenn man das nicht macht, wird der Reis sauer. Ah ja, okay. Deshalb, also man muss den mit dem Fächer Essig wegmachen. Okay. Mhm. Aber nicht 100%, aber es geht. Dann machen wir das später so. Mhm. Okay, jetzt, also Hähnchen ist da und Gurke. Wir können Gurke machen. Okay. Aha. Ich habe noch nicht gewaschen. Okay. Das ist, und machen wir das jetzt mit dem Messer oder ja, mit dem Gemüsehobel? Wir können zuerst mit dem Messer probieren. Okay. Und wenn Sie mit dem Gerät ganz genau machen können, dann können Sie. Okay, dann darf ich es benutzen. Oder wir können also halbe mit der Hand und mit dem Messer machen. Okay. Messer, Sie mit dem Gerät machen. Ja, Sie machen es mal vor und dann weiß ich, wie es aussehen soll. Und okay, dann kann ich entscheiden, ob ich das hinbekommen würde. Okay. So. Also einmal die Gurke halbieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob es. Und dann in ganz dünne Scheiben. Aber mit dem Gerät wird es noch dünner? Oder? Ich kann es noch dünner machen, wenn Sie das möchten. Das ist okay. So, okay. Mhm. Das kriege ich hin. Ah ja. Vorsicht, ich muss hier einmal in die Schublade. Mhm, so. Etwa 1,2 mm. Oh, aha. Ja, fast. Ein bisschen mehr? Ein bisschen weniger. Weniger? Weniger bedeutet dünner, ja? Ein bisschen dünner. Ah, das ist gut. Aha. Ah, das ist gut, ja? Gut. Finde ich schon. Gut. Aha. Sehr schön. Ah, schnell, ja? Ja. Ja, die Japaner müssen auch sowas benutzen. Ja, wir können beide voneinander uns was abgucken heute. Also, dann das. Ja, und es gibt noch ein weiteres Washoku-Leitprinzip, das heißt ja, genau. Gomi. Das sind die fünf Gomi, ja, fünf Geschmäcker. Ja, ja. Und Süße. Ja. Salzig, süß, salzig, säuerlich und bitter. Und was noch? Scharf. Scharf gibt's, könnte sein. Also ich habe scharf gelesen irgendwo. Ach so, dann ist es richtig. Gut, ja, hoffen wir, dass die Quelle richtig war. Ah ja. Mhm. Wo, im Internet oder? Ja, ich glaube, das war aus dem Internet. Also Internet ist manchmal falsch. Ja. Ja. Und da war geschrieben, dass es dabei immer um das geschmackliche Gleichgewicht geht. Mhm. Heißt es dann an der Stelle, dass man auch immer versucht, alle Geschmacksrichtungen in einem Menü abzubilden? Mhm. Mhm. Ja. Aber zu Hause ist es nicht möglich. Ja? Also wenn man so etwas machen möchte, dann
dauert zu lang und sehr zu kompliziert, deshalb nur im Restaurant. Ah ja, okay. Ja. Ich habe ein Bild für Kulturerbe, soll ich später zeigen? Das zeigen wir dann ja, noch, ja. Ja. Also Washoku ist seit kurzem, seit Dezember 2013, glaube ich, als Kulturerbe für immaterielle Sachen anerkannt worden. Mhm. Ja, wir freuen uns sehr. Kann ich die Gurke schon in die Schüssel machen? Mhm. Sehr schön. Ah, das ist sehr viel. Soll ich auch schneiden? Ja. Also wenn ich beeile mich, dass ich nicht langsamer bin als Sie. Also jetzt sehen unsere Zuschauer, wenn man das richtig kann, dann sind sie genauso schnell wie ich. Ja, ich bin fertig. Gut, okay. So, ein bisschen dicker. Okay, und mit Salz. Mit dem Salz kommt Wasser raus. Mhm. Und dann. Und dann können wir später das Wasser noch abschütten. Ja, abschütten. Vielleicht. Dann müssen wir warten, ja? Okay. Okay. Mit den Karotten ein bisschen größer drehen. Und das kocht. Okay. Okay, das riecht schon sehr gut hier. Ja. Ja, okay. Ich muss noch mehr. Aufkochen lassen. Ah, so. Hm? Okay, dann. Gut. Wir können auch Eier vorbereiten. Ja? Ja. Diese Eier, also so ganz dünne Eier, Omelette oder so. Ja? Und das benutzen wir später für das Sushi. Für Sushi. Dass die Zuschauer auch wissen, wofür das jetzt ist. Genau. Okay, dann nehmen wir vielleicht diese Pfanne. Schlagen. Wie viele Eier brauchen wir ungefähr? Nur, dass ich weiß, wie groß die... Für 8 Personen 8 Stück. 8 Stück, okay. Ja. Und Schragen in Schüssel. Achso, 8 Stück kann man hinein. Achtung. Und ich habe nicht erklärt, das heißt Mirin. Ich brauche auch diese Mirin zu Eier. Also Mirin ist Zucker und Sake zusammen gekocht. Deshalb etwas. Also Reiswein mit Zucker. Reiswein mit Zucker, genau. Und dann das ist süß. Aber anders als Zucker. Okay. Schon aromatisch. Mhm. Und diese Mirin und okay. Ja. Und ich habe auch große Stäbchen mitgebracht, also sehr lang. Und einige, also das ist schon verbunden, das ohne. Sie sind zum Kochen. Also wir benutzen immer so lange Stäbchen zum Kochen, ja. Und dann zum Ei benutzen wir Zucker und diese Mirin und Salz. Würden Sie das jetzt normalerweise auch mit Stäbchen rühren? Sie haben gerade eben erklärt, dass Sie das... Ja, das würde mich interessieren. Und ich glaube, unsere Zuschauer auch. Ja. Okay. Aha. Das ist normal, oder? Gut. Ja. Also wir benutzen immer dieses Stäbchen. Gut, dann räume ich jetzt meine Gabel weg und habe jetzt Stäbchen. Ja. Wir wollen das ja alles japanisch halten heute. Gut. Das ist jetzt das Kleine. Okay. Mhm. Sehr schön. Gut.
Okay. Ich grabe ein. Und ja, Mirin kommt noch mehr. Okay. Deshalb ist diese Eier etwas süß. Und Zucker, also Salz. Ich weiß nicht. Okay. Das ist schon aus. Können wir ausmachen? Ganz aus, okay. Dann ein bisschen so lassen. Ich weiß nicht. Okay, dann ich probiere mit diesem. Das ist für Reis. Das ist Plastik und da gibt es, wie heißt es? Noppen, ja. Ja. Dann wird der Reis nicht kleben. So was benutzen wir. Okay, dann wir können etwas warten. So. Und ja, und diese Eier. Wir müssen ganz, ganz dünn, dünne, wie heißt es, Eier, Pfannkuchen oder so, ja, oder, ja, machen. Können Sie machen? Ich kann das versuchen, ja. Und aber Teller brauchen wir, ne? Ja. Gut. Also für uns zwei Stück machen und die Reste können wir klein schneiden und auf dem Sushi dekorieren. Genau. Ja, ja. Also das ist eine wichtige Information. Die Zuschauer, die zu uns in die Sendung kommen und hier in der Küchenwelt in Neustadt live dabei sind, die dürfen natürlich auch alle Gerichte probieren. Genau. Gut, okay, dann nehmen wir jetzt Öl. Ich bin gespannt. Und wenn man nicht gut machen kann, dann kann man nur so klein schneiden und auf dem Müll. Genau. Die Pfanne muss etwas heißer sein. Ja, ich habe es gerade gedacht. Und ein bisschen warten, ja? Dann jetzt möchte ich Alugen einweichen. Wie groß soll die Schüssel sein, die wir dafür benutzen? Wie diese. So wie das ungefähr? Diese. Ah, okay. Aber das ist ein bisschen sehr groß, aber. Da haben wir noch einen. Okay, also Algen. Vielleicht zeigen wir das hier. Ja. Also nicht so viel, aber wenn alle Leute essen, dann mache ich viel, aber ich weiß nicht, wie viel. So. Okay. Und dann noch mehr. Ich denke, wir kochen für 8 Personen, so ungefähr insgesamt. Dann, ich mache so, so viele Menge, dann mal schauen, wie sie werden. Okay. Ja. Und jetzt einfach mit Wasser. Ja. Viel Wasser. Viel Wasser. Oh. So, wir können einfach warten. Dann sie werden groß. Ich glaube, das. Das ist okay. Ja, ich mache das sehr aus. Schön. Ja, genau. Und dann, das ist auch langsam gekocht, finde ich. Das können Sie auch ausmachen. Okay. Okay. Und dann für Sushi, Sushi-Gewürz muss ich machen. Also Sie brauchen Zucker, nehme ich an? Genau. Zucker und Salz ist da und Essig. Aber diese Essig, das ist japanische Essig, ja, aber irgendwie zu säuerlich, finde ich. Deshalb mache ich etwas weniger.
normalerweise 4 Löffel, 4 Esslöffel, soll ich weg machen? 4 Esslöffel, 4 Fenchelzone, das ist schon 3, oder? Ja. Und dann noch 3 mache ich. 1, 2. Ich möchte eigentlich nicht so säuerliches Reis, deshalb mache ich weniger. Okay. Und Zucker. Zucker. Okay, 3. 1, 2, 3,5 ist für 4 Personen, deshalb noch 1, 2, sehr viel. Mhm. Und, danke schön. Etwas so. Okay. Dann gut rühren. Und dann jetzt. Dann würde ich das vielleicht weiter rühren, dass Sie nach dem Ei einmal schauen. Genau. Das ist sehr gut. Okay. Okay. Gut. Okay, dann. Das ist vielleicht zu viel. Dann wir machen einfach 2 gutes. Gutes Stück. Vielleicht 2 oder so. Muss ich nur hier schauen, dass die Pfanne nicht aus. Dann können wir Sushi-Reis machen. Da brauchen wir diese große Form, haben Sie gesagt. Okay. Dann den Reis hinein. Das, ich weiß nicht, ob es schon gelöst ist oder nicht. Zucker. Ich glaube, okay. Okay. Und jetzt kommt der komplette Reis hier in diese Form. Genau. Und damit machen wir es so. Okay. Genau. Ah, super. Warte. So, und dann brauchen wir Fächer. Was brauchen wir? Fächer. Das ist ein bisschen zu viel, oder? Und Sie kennen hier Fächer. Okay. Ja, genau. Entschuldigung. Und Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass wir ein Gefäß mit einer großen Oberfläche benutzen. Genau. Dann kann man besser so diesen Essig wegmachen. Ja? Okay. Ich glaube, ich möchte kurz probieren. Es ist ziemlich. Doch, es ist etwas wenig, aber es geht, oder? Müssen Sie probieren? Ich würde es mal
Wir haben hier gerade den Löffel. Schmeckt überhaupt nicht nach Essig. Schmeckt süß. Süß, ja. Okay, dann in den Reis nehme ich diese Pilze. Ja. Ich glaube, wir müssen das noch kurz, nicht, dass das wieder reißt. Also ich möchte da unten so schöne, schöne Teile machen. Dann können wir so einpacken und dann besser ja, zu sehen. Ja. Okay. Schön. Und Karotten auch. Karotten ohne Wasser. Okay. Auch. Alle dazu? Okay. Dann finde ich, die Farbe ist schön mit der Orangenfarbe und etwas so dunkle Farbe. Oh, gut. Okay. Auch ein bisschen Sesam hinein. Einfach so, wenn man will. Das macht gut. Wir können Sushi hier hinein und ein bisschen drücken. Und das ist für die Form dann. Sie haben auch extra japanisches Geschirr mitgebracht. Ja. Und ein Stück. Ja. Genau. So. Okay, das muss doch ein bisschen auf die Seite. Dass die Zuschauer das besser sehen. Das ist, aber im Moment nur Sushi, ja? Okay. Dann machen wir hier auch. Ein bisschen so. Sehr schön. Okay, dann jetzt schaue ich danach frittieren und dann nehmen wir die große Pfanne. Ja, genau. Dann kommt dieses frittiertes Fleisch. So, hier ist das marinierte Fleisch. Und Sie haben ja erzählt, dass Sie auch Kurse geben. Und das machen Sie bei der Volkshochschule im Rhein-Pfalz-Kreis. Ist das richtig? Also, Sie machen dort aber nicht nur Kochkurse,
sondern auch kulturelle Kurse? Ja, Japanisch unterrichte ich, ja, bei der Volkshochschule. Also und Sie unterrichten auch Japaner, die nach Deutschland kommen, in der deutschen Sprache und geben denen wichtige Hinweise zur Kultur bei uns. Genau, Kultur oder wie kann man einkaufen gehen oder verschiedene Sachen, also wie man in diesem Fall reagieren muss oder ja, wie sie sagen, die Deutschen ja, in diesem Fall sagen oder so. Okay. Ja, das macht mir Spaß. Und zum Kochkurs kommen viele Leute. Ja. Ja, also früher hatten die Leute nicht so viel Interesse, aber jetzt schon ja, sehr viel. Ja, okay. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, Interesse an dem Besuch eines solchen Kochkurses haben, dann schauen Sie auf der Homepage von der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises unter www.vhs-rpk.de. Mhm, genau. Wie viel Öl brauchen wir hier? Ich sage Stopp. Also es geht jetzt hier, hier wird richtig frittiert. Und jetzt nehmen wir mit Kartoffelmehl. Wie ist das so? Kartoffelmehl. Ich mache Kartoffelmehl hinein und dann können Sie so darin wenden. Genau. Ja, Sie können auch probieren, wenn Sie wollen. Ich probiere das. Die Kamera guckt Ihnen mit dem Fleisch zu und ich probiere das aus und wenn es funktioniert hat, dann zeigen wir es in die Kamera. So. Ah, sehr schön. Sehr gut. So, ja, ich schon. So. Da ich möchte diesen, also das ist für jeden und für Zuschauer möchte ich. Machen wir noch einen großen Teller, ja. Das irgendwie so. Also immer so, wir brauchen zwei Sorten. Einmal dafür und einmal für ins Öl. Ja. Ja. Deshalb also, manchmal ist es sehr hektisch. Ja. Okay. Man kann nicht verwechseln. Man darf nicht verwechseln.
Also das Fleisch ist dann nicht immer gleiche Größe. Ja. Ich habe beim Metzger das Knochen entfernen und klein schneiden lassen. Ja? Mhm. Aber die sind nicht so gleiche Größe. Okay. Gibt es noch Platz? Nein. Ich glaube, wir müssen warten, bis was fertig ist. Aha. Ist das so schon gut? Oder ja, finde ich okay. Gibt es eigentlich noch irgendwas, irgendwelche Sachen, die wir über die japanische Küche erzählen sollten, dass wir das noch mit in die Sendung bringen? Japanisches Essen ist sehr gesund. Mhm. Also heute habe ich etwas frittiertes Hähnchen gemacht, aber das Essen hat viel weniger Fett normalerweise, mhm, ja, als deutsches Essen. Und wir essen kaum Pommes frites oder so. Ja. Und auch nicht so viele Kartoffeln. Kartoffeln ist auch gut, aber nicht so viel Menge, ja, essen wir. Und auch verschiedene Sorten, zum Beispiel diese Shiitake und Algen oder ja, ganz verschiedene Geschmack und, ja, und viel mit Gemüse, ne? Ja, viel mit Gemüse. Ja. Und zum Beispiel ein Stück Fleisch ist ziemlich wenig, ziemlich klein. Ja. Oder Fisch ist auch nicht so viel. Wenn die Deutschen solche Portionen essen, dann ist es nicht genug vielleicht. Ja. Ja. Aber die Deutschen sind größer als wir. Und deshalb kriegen wir ein größeres Stück Fleisch. Ja, aber so viel Fleisch essen wir nie. Okay. Ja, manchmal, also wenn ich nach Japan fliege, und ist die Portion manchmal sehr wenig. Ja. Und das reicht mir nicht. Ja, oder das Fleisch ist zu weich. Ja, okay. Zu weich in Japan. Ich weiß nicht warum. Also für die ältere Leute oder weiß ich nicht, also die denken daran. Und jeden Tag essen wir etwas anders. Und, am also Abend, sehr abwechslungsreich. Ja, und am Abend essen wir immer warm. Mhm. Ja, also die Deutschen sagen, also wenn man am Abend warm isst, dann macht man dick oder so. Ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube das auch nicht. Ja. Also solche Leute essen bestimmt viel Süßigkeit oder so, Kuchen oder so. Kuchen oder Schokolade. Ja. Oder? Vielleicht. Ja. Und wenn man zum Beispiel zum Mittag warm, abends warm essen, dann kann man genug zum Beispiel Gemüse essen, ja, also wenn man will. Und das ist gesünder, viel gesünder, ja, klar, finde ich. Also ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob man was Warmes oder etwas Kaltes isst, sondern es kommt darauf an, was man isst. Genau. Und zum Beispiel, wenn man... Und das haben ja bisher auch alle Ernährungsexperten bestätigt, die hier zu Gast in meiner Sendung waren. Ah ja, gut. Und wenn man zum Beispiel am Abend kalt essen möchte, dann sollte man dazu wahrscheinlich bestimmt also einen Salat dazu, ja, oder... ja, also immer Gemüse sollte man essen. Ja. Also in Deutschland isst man manchmal zu wenig Gemüse.
finde ich, oder? Ja, ich denke, dass so die klassische deutsche Küche vielleicht ein bisschen zu wenig Gemüse und zu viel Kohlenhydrate hat. Und das ist aber, glaube ich, auch was, wo die Leute jetzt gerade am Umdenken sind und sich mehr Gedanken über die Ernährung machen. Und dann, genau, dann essen die eben mehr Gemüse und weniger Kohlenhydrate. Und weniger Kohlenhydrate, ja. So, ich mache so das Wasser. Mache das Wasser weg. Also, dann die Menge ist so viel. Okay. Okay, dann ein bisschen da hinein, genau. Auf dem Gurken möchte ich Pitolone ein bisschen benutzen. Ein bisschen Sojasauce drauf. Und ich male jetzt Sesam. Ja. Innen ist nicht glatt. Ja. Wie heißt es? Rau. Es ist rau. Rau. Mhm. Das ist typisch japanisch. Normalerweise ist das größer, aber ja, es ist sehr. Aber man sieht es jetzt auch immer öfter in der deutschen Küche. Also. Mhm. Aber immer so? Ja. Da innen. Also. Dann kann man kaufen in Deutschland, oder? So. Mhm. Und nicht so machen, sondern man muss immer so machen. Okay. Man kann auch bis Paste kann man so malen. Ja. Aber heute nicht. Okay. Heute brauchen wir nicht. Können Sie machen? Ist das so gut oder noch mehr? Noch ein bisschen. Okay. Ja, okay. Da rein. Und da mischen.
Okay, ich glaube schon. Mhm. Und wenn man will, kann man auch Sesamöl schneiden. Okay. Okay, dann finde ich, ja, ich möchte das und diesen Algen und Tofu zusammen, zusammen auf, in einem Schüssel. Da haben Sie auch extra was mitgebracht, ja. Mhm. Genau. Man darf nicht kaputt machen. So. Das ist fast wie Pudding. Ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch was man in der deutschen Küche, wenn man jetzt nicht gerade Vegetarier ist, nicht so kennt und was jetzt nicht so gängig ist. Mhm. Dann mache ich so. Zuerst die Hälfte. Und ja, genau. Mhm. Und das mal weg hier. Ein Stück Sesamsalat oder Gurkensalat. Und Algen. Algen. Ja, das ist genauso. Mhm. Vielleicht noch mehr. So? Mhm. Und Tofu. Ja, das ist weiße Farbe. Okay, wir haben weiß, wir haben grün, wir haben gelb. Schwarz. Wir haben schwarz. Mhm. So. Es fehlt nur rot. Rot? Oh. Rot ist Karotte. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Dann haben wir alle Farben. Oh. Bashoku ist erfüllt. Genau, sehr schön. Mhm. Und also diese Algen und Tofu haben kaum Geschmack. Mhm. Deshalb habe ich hier diese Soße gemacht. Miso-Soße. Das ist das hier? Genau. Mhm. Also es steht im Rezept mit drin? Ja, ich schreibe. Ja. Mhm. Also Miso und Essig und Zucker. Okay. Und das passt sehr gut auf dem Algen und Tofu. Okay. Und der Geschmack ist ziemlich stark, deshalb mache ich nicht so viel. Ja. So. Okay. Das mache ich. Dann gehen wir jetzt in unser Esszimmer. Okay. So. Und wir haben heute auch von Ihnen extra mitgebracht typische Tischdekoration. Genau. Das ist typisch japanisch. Und das ist auch Sakebecher. Wenn Sie uns das schon mitgebracht haben, dann ist das mir eine große Ehre. Japanische Art. Okay. Bitte schön. Sie können so, so machen. So? So, so. Und dann. Also man nimmt nicht selbst. Okay. So, vielen Dank. Bitte schön. Dann? Dann Kanpai. Kanpai? Kanpai. Hm? Haben Sie zum ersten Mal Sake getrunken? Ja. Ah ja, und? Schmeckt gut? Gut. Ah, schmeckt gut, sehr gut. Schmeckt gut. Mhm. Dann bin ich jetzt schon ganz gespannt, das zu versuchen, was wir hier zubereitet haben. Okay. Ich glaube, ich probiere zuerst mal Tofu. Mhm. Tofu, aber mit Soße ist besser. Genau. Also. Schmeckt gut. Jetzt? Mhm. Ja. Und das Algen ist pur.
pur Algen. Das schmeckt gut. Mhm. Dafür, dass ich eigentlich nie Tofu essen wollte, also, schmeckt das gut. Ja, ja, die haben gesagt. ja, man isst auch Tofu nur mit Sojasauce oder so. Aber das schmeckt auch sehr gut mit so dieser Soße. Ja. Mhm. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, ich habe heute auch viel über die japanische Küche gelernt. Mhm. Sehr schön. Ich freue mich. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Mhm, natürlich. Aber jetzt müssen Sie mir noch zeigen, wie wir das Sushi essen. Genau. Einfach mit Stäbchen, weil das kann ich nicht. Ja. Ja, oder so. Ja. Oh. Gibt's schon. Und dann Stäbchen sollte immer so machen, wenn man nicht isst. Mhm. Hier. Genau. Und dann schenke ich Ihnen. So. Danke sehr. Mhm, bitte sehr. Ich habe noch. Ja, und dann kann man schon essen. Okay. Mhm, doch, ein bisschen Essig. Geschmack. Ja. Gibt's schon. Ja, ja. Mhm. Aber es schmeckt trotzdem süß. Mhm. Wirklich eine interessante Kombination. Mhm. Und wir essen kaum Dessert. Also, okay. Ja. Aber dafür gibt es mehr süße Speisen dann im Hauptgericht. Genau. Nach dem Essen trinken wir entweder nur Tee oder ein bisschen Obst essen wir, sonst nicht. Okay. Ja, dann denke ich, ist es an der Zeit, dass ich mich bei Ihnen bedanke, dass Sie mein Gast waren in der heutigen Sendung. Danke auch. Es freut mich, dass Sie da waren. Ich glaube, auch unseren Zuschauern hat es gefallen. Mhm. Wir essen jetzt in Ruhe fertig und ich verabschiede jetzt unsere Zuschauer. Es freut mich, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn es das nächste Mal heißt Küchengeflüster. Bis dahin eine gute Zeit und wir sehen uns. Vielen Dank. Dankeschön.